geht's, zweite Halbfinale, Final Four 2012. Der SV Krefeld gegen den Stadtmagner SV von 1963. Und Krefeld beginnt mit Sophie Ehlers und dem 1:0. Ausgleich durch Fanny Beckert. Und Gregor Adam scheitert mit dem ersten Wurf. Und kriegt dann den Wurf ihrer Gegenspielerin ins Gesicht. Aber alles gut. Es gibt einen Wurf von der Ecke für Stadtmagen. Dann tut es schwer da in die kleine Fanny Beckert. Und ein leichter Ballverlust. Einfach nichts. Der passt so uneffektiv. Und der Treffer für den SV Krefeld. Und Krefeld ist gleich wieder unterwegs. Kadi Rehberg mit dem 3:1 für Krefeld. Hat sich Kadi Rehberg ein bisschen mehr wehgetan. Geht erstmal runter, aber ich denke, das wird später weitergehen für sie. Dafür kommt Katharina Kröger.
Und so viel erst mit dem starken Tempo-Gegenstoß. Mit viel Tempo, sicher abgeschlossen. 4-1 für Kriwitz. Und wieder der Konter für Kriwitz. Diesmal Adam. 5-1. Scheide Schmiedemann. Nur die Chance für Kriwitz hier mit 6-1 davon zu ziehen. Der hoch motiviert. Sie wollen sich messen mit Grün-Weiß-Marin, die ja schon im Finale stehen. Nach dem deutlichen Spiel gegen Eintracht Rostock. Alle 5 sind jetzt an Schaffenhagen vorbei und die treffen jetzt über Peggy Schmiedemann. Und Sophie Ehlers setzt sich da durch. Es gibt noch die gelbe Karte gegen Fanny Beckert. 6-2 für Kriwitz. Eine Mannschaft, die eigentlich mehr lange braucht, um ins Spiel zu kommen. Und ab geht die wilde Fahrt, wollte ich gerade sagen. Die geht nämlich nicht ab. Aber dann doch. Abgeschlossen vom SV Kriwitz. Tini Detmann. 2-7. Der Ball von Adam war nicht drin und es gibt Auszeit von Stabmagen. Thank you.
beweisen, dass sie auch im Spiel sind, dass sie wach sind mit dieser Auszeit. Was ist passiert ist, dass Griebitz zu früh, zu weit weg ist. Ja, der Ball fällt rein von Beckert. 3-7. Ah, schlechter Pass von Kröger. Tempomöglichkeit von Schaffenhagen, gut gespielt. Elias ist da. Gibt keinen Freiwurf. Und von außen. Der Ball gehalten. Von Sidney Lütsch. Kröger, diesmal sehr gut aufgepasst. Und Adam ist unterwegs. Macht ihn sicher. 3-8. Meter für Staffenhagen. Und KTX kommt für den 7 Meter. Ganz sicher verwandelt. Rechts, der Manni Breu. Ja. Das ist kein richtiger Schwung bei Griebitz im Spiel. Die Idee auf Adam nicht schlecht, die Ausführung. Kein richtiger Druck hinter bei Sophie Ehlers. Der Anfangsschwung ist raus bei Griebitz. Idee von Kröger, gut auf Adam. Die Ausführung nicht. Adam sind gerade rein, da geht der Ball auch noch ins Tor. Für Staffenhagen, Christian Jakel, dann gibt es noch gelbe Karte gegen Sarareschka. 5-8. So viel steigt hoch, macht den Treffer. Wichtig für Griebitz, um den Rhythmus wieder zu finden. Aber treten. Nein, Stimmerfaul.
5-9. Elias mit dem Ballverlust. Und der Ball. Gehalten von Anja Bull. Boah, setzt sie sich durch auf Außen, macht den Treffer, Sarah Reschka. 10-5 für Kriebitz. Das wird Zeit beginnen. Passives Spiel angezeigt von den Schiedsrichtern. Jetzt muss sie abschließen. Beckert macht das Tor. Da verzweifelt Trainer Roberto Wolf. Der darf da, Ball darf natürlich niemals reingehen. Ehler, da muss sie selber gehen. Ball gerettet. Und Stammwagen. Gut, dass sie Blick für eine Mitspielerin hat, aber da muss sie natürlich selber gehen. Da war die Lücke offen. Gut für Elas. Ja, Fuß. Stammwagen. Und Fuß. Von Rehberg. Deswegen bleiben sie Stammwagen. Wenn sie es jetzt spielen, haben sie die Abzugsmöglichkeit. Beckert, macht das gut. Kriegt den 7 Meter. Und gelbe Karte gegen Elas. Hier verwandelt der 7 Meter von Stefanie Breu. Ela, so ein starker Halte von Leutz im Tor. Der Kreis ans Spiel, betreten. Und jetzt mal ein ruhiger Aufbau beim SV Kriebitz. Das ist 2 Minuten. 2 Minuten gegen Franziska Rabe. Das erste Überzahl für Kriebitz. Die Pässe natürlich kommen, sonst wird er nichts mit dem Druck. Kadi Rehberg macht den Treffer. Ja.
Ein Bild für sich, Trainer Roberto Wolf auf der Bank. Ein Mann, der lebt, Handball auf den Knien. Feuert er seine Mannschaft an, gibt Anweisungen rein. Oh. Stößt sie nicht richtig auf die Lücke? Da wäre die Möglichkeit da gewesen für Christine Jackel. Block von Ehlers. Und ein leichtes für Bull. Und der Pass auf Reber kommt an. Der zweite Pass auf Garda nicht. Es bleibt beim F7. Schanze immer aus. Entschieden gegen Kalle Rehberg, dann drüben eine Staffmagnerin zu Boden. Das ist Peggy Schmedemann. Das ist kein Zug zum Tor, dann machen sie es doch. Jackel mit dem 8:11. Und das Tor ab für den SV Krefeld jetzt durch Rieke Adam mit der puren Gewalt. Die Emotion, die Kraft, das sind die Stärken von Rieke Adam. Abgepfiffen. Von Rehberg, kriegt den Ball aber nicht. Oh, der Ball ist nicht drin von außen. War bescheidet der am Aluminium. Aber Jackel rettet den Ball. Und die erneute Chance. Nochmal Aluminium. Diesmal Pfosten. Bleibt beim 8:12. Wagen. 5-1 Formation. Doppelpass zwischen Ehlers und Rehberg. 7 Meter. Krüger kommt dafür.
gescheitert. Herr Lösch, Sie müssen eine gute Partie machen. Drittfehler von Ehlers. Und der lange Pass kommt nicht an. Scheitert am Block. Und dann konnte für den SV Kriebitz Sophie Ehlers mit dem 13:8 für den SV Kriebitz. Knapp 6 Minuten vor der Halbzeit. Und dann hat Adam den Wurf, glaube ich, auf den Hals bekommen. Gelbe Karte gegen Martina Prestin. Vor allem geht's weiter. Stürmer Foul entschieden. Gegen Beckert. Sein Verlust. Und auf einer Seite gehalten von Katja Ex. Krüger schön über gespielt, abgestanden. Und vorne sieht für Kadir Schmerz an der Hand scheinbar und Krüger mit dem Treffer. Krebe setzt sich wieder ab. 14:8. 6 Treffer, 4 Minuten vor der Halbzeit. Und wieder ist es Kröger, die diesen Konter läuft. Pfosten mit Ansage und Lächeln. Das weiß ich selber, der Ball muss rein. Der Ball ist auch weg. Und dann sehen wir gleich noch eine Auszeit, wollte ich gerade sagen. Roberto Wolf deutet das an, macht es aber nicht. Seine Spieler machen es nicht besser in Form von Sophie Ehlers. 15:8. Eine gelbe Karte gegen Christine Lüth. Thank you.
Gute Abwehrarbeit, aber kein Ball gewinnt diesmal für den SV Kribitz. Passives Spiel angezeigt, jetzt müssen sie werfen, Beckert. Ja, durch die Lücke, die darf niemals da sein, Kröger ist schon wieder vorn. Und diesmal macht sie ihn. 16-8. Der Treffer für Jackel. Gemacht und jetzt nochmal Auszeit, eine Minute vor Ende der ersten Hälfte. Und Roberto Wolf. Noch eine Auszeit. Die Auszeit ist vorbei. Wir haben jetzt eine Minute. Bin sehr gespannt, was Roberto sein Mädchen da mitgegeben hat. Welche Variante sie da jetzt spielen wollen. Ehlers bekommt keinen Freiwurf, lässt viel durchgehen, die Schiedsrichter in diesem Spiel. Und Jekyll scheitert an Katja Ex. Aber halb hoch bei diesem Torhüter ist auch tödlich. Gerade da hat sie ihre Stärken, Katja Ex. Jetzt gibt es noch Gelb gegen Schaffmann. Ich weiß nicht so ganz warum. Aber Ballbesitz Schaffmann. Jetzt haben wir noch 10 Sekunden, die Möglichkeit vielleicht noch einmal abzuschließen. Das getan, vielleicht noch der Tempo-Gegenstoß. Viel mehr ist nicht. 3 Sekunden, Kröger. Das war's. Kribitz führt zur Halbzeit im ersten Halbfinale, im zweiten Halbfinale 16-9. Thank you.
jetzt in die zweite Hälfte. Halbzeitstand 16:9 und Champagne muss sich das einfallen lassen gegen Kribitz. Das ist das Finale hier ganz schnell weg. 7 Treffer sind's. Jakob scheitert von außen. Krebitz mit ruhigem Aufbau und der Auslöserhandlung. Schauen wir uns mal an, was kommt. Der zweiten Kreis. Und das ist alles freigesperrt für Rika Adam. Der Ball muss dann natürlich ins Tor. Dann ist es perfekt. Einfache Finte. Ja. War ein schöner Blick auf Sophie Ehlers. Im Moment, als sie merkte, dass sie am 1. April doch reingelegt wurde. In dem Fall von ihrer Gegenspielerin. Ball etwas nah, es muss abgewischt werden. Aber man sieht es natürlich auch an der Körpersprache. Man sieht das Lächeln auf dem Gesicht von Rika Adam. Schauen wir in die Gesichter von Staffen Hagen. Das ist pure Anstrengung. Durch den Kreis gelaufen. Der Freiwurf muss an der richtigen Stelle ausgeführt werden. Ordnung muss sein. Auch im Handball. Rehberg holt die Klasse den Ball und läuft den Konter zu Ende. 17:9 für Kribbel. Von der Abwehr hin und her, Stabwagen, aber ohne Druck. Sie bringen die kritische Abwehr nicht wirklich in Bedrängnis. Das spektakulärer aus, als es war. Sie wieder bloß den Freiwurf von außen. Das ist zu wenig und das passive Spiel nur eine Frage der Zeit. Und dann machen sie es doch alles richtig. Anja Denker. 10:17. Boah. Da gibt es 2 Minuten. Ja, das ist völlig zu Recht gegen Franziska Rabe. Da hängen sie am Hals von Sophie Ehlers. Verliert Rehberg den Ball. Und ab. Wieder Tempo-Gegenstoß. Gepfiffen, lange, lange gepfiffen. Technischer Fehler.
Hier fünf kann der Stammhagener Trainer nicht wahrhaben. Das Doppeldribbling. Schüssel, der zeigt dann ja, was soll ich denn machen? Wenn er da oben rumtippelt, dann ist es Doppeldribbling, es ist ein technischer Fehler. Und dann ist es Ballbesitz für die Gegnermannschaft. Und jetzt gibt es 2 Minuten in der Nähe. Sie ist zu spät, sie hängt am Arm und dafür gibt es völlig zu Recht 2 Minuten. Fanny Becker. Auch wenn Stappenhagen das nicht wirklich wahrhaben will, richtige Entscheidung vom Schiedsrichter gespannt. Und sie sollten sich auch nicht zu sehr auf die Schiedsrichter, sondern mehr auf ihr Spiel konzentrieren. Damit haben sie genug zu tun. Adam von außen. Oh, der ist nicht drin. Der Nachwurf ist aber drin. Anne Gasner, wach, hellwach. Und das spricht auch für dieses Spiel. Die Staffelhagener Spielerin ist mit bei. Aber die Kribbe drin macht den Treffer. Noch 2 Minuten gegen Anne Gahr und der Treffer für Stappenhagen durch Peggy Schmedemann. Und da wurde sie nach mehrfachen Versuchen endlich belohnt, Peggy Schmedemann von außen. Technisch jetzt alles okay ist, haben wir jetzt ein bisschen Platz auf dem Feld. 5. Staffenhagenerinnen gegen 5 Kriebitzerinnen. Und der Treffer für Staffenhagen erneut durch Becky Schmedemann. Ist ein Grund, wäre nachzulassen hier. Becky Schmedemann wieder mit dem Ballgewinn jetzt und Jackel auf dem Weg zum 13:18. Roberto Wolf fordert Ruhe auf dem Feld. Das Tempo rausnehmen. Nicht die leichten Bälle, nicht so schnell wegspielen. Wir müssen Stappenhagen hier ja nicht rankommen lassen. 5 Punkte vor für Kriewitz. 5 Tore vor. So ist richtig. Und dann kommt sie von der Strafbank. Fanny Beckert und hat fast den Ball. Jackel, gehalten von Katja Ex. Und Kriewitz nimmt wieder Tempo raus. Ja, das ist eine klare, einfache Ansage vom Trainer. Zieht euch da hinten selber raus. Ja, damit, da weiß man doch als Spieler ganz genau, was man tun muss. Adam im Doppelpass, Klasse gehalten und Staffenhagen wieder mit dem schnellen Tempo-Gegenstoß. Da haben sie nicht genug draus gemacht, da war deutlich mehr möglich. Kreisanspiel, gut 7 Meter. Ja.
Und jetzt kommt für den 7 Meter beim SV Kriebitz Heidi Rehberg ins Tor. Gegen Breu. Bisher alle verwandelt, auch diesmal. Wollte gerade sagen, ist der Wagen aufgewacht und dann ist Rieke Adam natürlich die richtige für Kriebitz, die da durchsteigt. Aber trotzdem, der Wagen wirkt ein wenig wacher. 17-19. Klasse gehalten von Katja Ex, an dem der Ball auch abgefälscht war. Klasse. Setzt sie sich da durch. 20-14. Und damit das Aufbäumen von Stefan Hagen im Keim erstickt. Vom SV Kriebitz. Doppeldribbling. Hätte eigentlich klar sein müssen, pfeifen die Schiedsrichter nicht zum ersten Mal. Fehlpass von Ehlers. Aber Stammwagen kommt nicht auf Tempo. Und Kriebitz ist vor mir. Und da muss ich die Hände weglassen. Wird auf Stürmer VO2 entschieden. Aber ich denke, Tini Detmann muss da die Hände weglassen. Sonst gibt es auch ganz schnell mal 7 Meter, 2 Minuten. Ehlers mit dem Treffer. Okay. 21-14. Passives Spiel angezeigt, es muss Schaffwagen abschließen. Da steigt sie hoch. Katja Ex ist angeschossen. Mehr war es nicht. Von Christine Lüth. Und da haben sie beide wehgetan. Sowohl die Kriebitzerin Sarashka als auch die Teuterin von Schaffwagen. Den Ball ins Gesicht bekommen.
scheinbar. Ja, da steht sie wieder, die gute Antje Herzberg. Und sie hat alles richtig gemacht, sie hat den Ball gehalten. Und so sind es nur 7 Tore Rückstand für Staffenhagen. Wobei noch 17,5 Minuten. Wir haben im Handball schon einiges gesehen. Und bei außen. Schwacher Wurf. Kein Problem für Ex. Ja, das ist der Wagen einfach nicht wach. Das ist auf Anze Herzberg. Jetzt dürfte es gleich zum passiven Spiel kommen, nehme ich mal an. Jawohl, das ist das Zeichen der Schiedsrichter. Und jetzt muss sie hoch, so viel Elend. Oder das Kreisanspiel. Und es gibt 2 Minuten. Gegen Marien Grünberg. Da liegt sie am Aus, die gute Penny Schmegemann. Hat sich hervorragend geholt, diesen Ball. Ja, und der Ball ist einfach weg. Und dann ist er da, der Konter für Staffenhagen. Und da muss sie die Hände weglassen. Detmann, 2 Minuten, zu Recht. Das Tor von Christine Lütz. Und ich habe es vorher angesprochen. Tine Detmann. So nicht. 15:21. Und da gibt es die nächsten 2 Minuten. Gegen Fanny Becker. Ihre zweiten. Gegen Sophie Ehlers. Das Foulspiel. Und Rehberg ist jetzt für den 7 Meter da. Gegen Antje Herzberg. Und sie hält ihn wieder. Schlechtes Anspiel. Yeah.
da. Zu viele einfache Ballverluste. Und 7 Meter für Schmiedemann. Und die Möglichkeit für Stadtwagen auf 5 zu verkürzen. Dann auch, wenn er sich noch nicht ganz den Eindruck macht, so langsam rücken sie ran. Wenn man in die Bälle verwandelt, so sicher wie Stefanie Freum, dann hat man nur noch 5 Tore auf der Uhr. Ausgespielt. Richtig. Aber Pfosten. Einwurf für Kriebitz. Die einzige, die das so gesehen hat, war die ausführende Werferin und die Schiedsrichter. Und dann ist es so viel, dass sie am schnellsten wieder vorne ist und das Tor macht. 16:22. Sieben Meter, 2 Minuten. Und die 2-0 gegen Sarreschka. Und deutlich mehr 2 Minuten Strafe als im ersten Halbfinale. Da gab es 2. Das hat hier schon manche Spielerin. Stefanie Breu. Bisher perfekt vom 7-Meter-Strich. Verkürzt auf 17:22. Ballverlust von Adam. Bedrängen sie mit 2. Konter verhindert. Und Kröger sichert sich den Ball und Ehlers verwandelt den Konter sicher. Und mit dem Konterangriff machen sie eigentlich alles zunächst, was sich der Wagen aufbaut. Dann gehen blank. Jetzt mit dem Treffer. 18:23. Adam scheitert von außen. Jetzt weg mit der guten Partie.
Sehr gut gemacht von Ehler. Oh, der war übertreten. Auch so gesehen von den Schiedsrichtern. Ja, der Ball ist weg. Und so Emil läuft Staffelhaken dann auch die Zeit davon. 10 Minuten haben wir noch. Ja, 9,5. Ja, und da ist der Ball gewinnt und 7 Meter und 2 Minuten gegen Sofielas. Muss er die Hände weglassen. Stefanie Breu. Ganz sicher. Noch 4. Noch 9 Minuten. Staffenhagen jetzt in Überzahl. Und dann bekommen wir in den letzten Minuten vielleicht auch noch Spannung in dieses Spiel. Und 2 Minuten. Gegen Blank. Darf sie nicht dran hängen bleiben. Und damit ist die Überzahl auch wieder aufgehoben. Und von außen. Der Treffer von Tine Dettmann. Schon durchgesetzt, 7 Meter für Fanny Beckert. Gegen Heidi Rehberg. Ganz sicher heute. Kommt die Mitte. Die Nummer 7 von Staffenhagen. Zu definitiv drin, die Staffenhagenerinnen. Muss er pfeifen. Er hätte sie vielleicht Rehberg werfen lassen sollen. Der Winkel war nicht so gut. Es gibt Abwurf. Nehmen wir an, der Kreisläufer ist da durch den Kreis gelaufen. Dass er trotz seines Namens nicht darf. Das ist das Tor von Breu. Aus dem Spiel heraus. Und da sind es nur noch 3. Und wieder Ballgewinn
für Stappenhagen. Oder Bib. Becker hat sogar noch das Tor, aber war lange vorher abgepfiffen. Aber da weiß ich, Stappenhagen, der Banker, natürlich auch nicht, was sie will. Erst beschweren sie sich, dass nicht gepfiffen wird. Und als dann gepfiffen wird, dann beschweren sie sich, dass sie nicht laufen lassen haben. Kannst aber auch verkehrt machen als Schiedsrichter. Ah, das ist zu wenig Geschwindigkeit und Jackel scheitert. Und abgebrochen. Nicht das einfache Tor gewählt über Rehberg. Und Auszeit genommen von Roberto Wolf. Vielleicht gerade rechtzeitig, um seine Mädchen nochmal wach zu rütteln. Aber die Nervosität vor uns an der Stappenhagen der Bank im Einklang. Sie wippen alle im selben Rhythmus. Das ist nämlich doch mal ein Mannschaftsgefüge. Ob dieses Mannschaftsgefüge am Ende reichen wird, in 6,5 Minuten zumindest ein Unentschieden stehen zu haben, 3 Tore aufzuholen, das wird sich gleich zeigen. Weil der Stammwagen, der Trainer, hat natürlich jetzt auch die Möglichkeit, nochmal auf seine Mädchen einzuwirken. Nicht nur Kriebitz, die ja die Auszeit genommen haben. Bin ich mal gespannt auf die Ausrichtung von Kriebitz. Weil er mitgegeben hat, jetzt sehen wir wieder den doppelten Kreis. Und Sophie Ehlers nutzt die Sperre gar nicht. Macht einfach das Tor. 25, 21. Sind sie für dicht vor dem Tor? Stammwagnerin. Und dann läuft sie durch den Kreis, Retit. Deswegen bleibt der Ball bei Stammwagen. Ja, muss langsam was kommen, sonst droht passives Spiel. Da ist der Arm, der Schiedsrichter. Da muss Beckert jetzt. Ah, der Arban, glaube ich, eine Hand abgekriegt. Sinkt da zu Boden. Da steht sie wieder, Rieke Adam, Spielführerin des SV Kriebitz. Ist ja hart im Nehmen. Und Lüth aus dem Rückraum trifft nicht, sie muss ja werfen. Passive Spiel ja noch angezeigt. Und jetzt ist es 4 Tore Rückstand und noch 4 Minuten. Früh unterbunden. Adam als Kreisanspiel gedacht, kommt nicht an. Jetzt der Tempo-Gegenstoß. Schmiedemann
Muss Adam wegbleiben. Schmiedemann macht den Treffer. Noch drei Tore. Macht das Tor vorher abgepfiffen. Das war auch ein sehr süßes Bild gerade. Haben wir leider nicht mit im Bild gehabt. Ich habe mal einen Trainer, der an den Kampf nicht mehr durchgeht, der ja nur, wo zufällig auch noch eine Schiedsrichterin sitzt. Was ist das für eine Entscheidung? Sie zeigt ihm einfach eindeutig an. Schrittfehler, deswegen der Freiwurf. Sehr süße Szene. Passive Spiele angezeigt. Und Lütz scheitert. Und wir sehen eine humpelnde Rieke Adam. Das wäre nicht gut im Hinblick aufs Finale für den SV Kriebitz. Jetzt machen sie richtig Anzeigen, Spiel. Stadtmagen müsste eigentlich rausrücken zu einer Manndeckung, wenn man hier was reißen möchte. Den Gegner unter Druck setzen. Das tun sie nicht. Lassen sie spielen! Und Kriebitz bedankt sich mit dem tollen Spielzug. Schadi Rehberg mit dem Treffer. Eineinhalb Minuten vor dem Ende mit der Entscheidung 26-22. Und der Treffer durch Fanny Beckert. 23-26. Jetzt spielen sie doppelte Manndeckung. Ja. Wird von Kriebitz einfach mal ignoriert. Ist ja nur noch eine Minute zu spielen. Aber der Ballverlust. Jacke mit dem Treffer. Da hat sich Katja Ex wehgetan. Und das sieht nicht gut aus. Bei Katja Ex. Die Rehbeck wird jetzt dafür kommen. Hoffen wir, dass es mehr der Schreck ist. Für die Betreuung ist gesorgt. Aber gut sieht das nicht aus. Nochmal der Ballverlust von Kriebitz. Oh, da muss sie die Hände weglassen. Und der Anschlusstreffer für Staffenhagen. Noch 17 Sekunden, 15. Rehberg, mach's richtig. Und das müsste es dann gewesen sein. Und das war's. SV Kriebitz gewinnt mit 26-25 gegen den Schaffner-Hagener SV vor 18:63. Heute hat der Raum